Sachen sind angekommen und ich habe mir zum einen diese Hose bestellt. Super! Tamino bringt die uns. Ich habe meinen Pinsel gewaschen und das ist mein Augenbrauenpinsel. Seht ihr, wie der jetzt aussieht? Ja, was habe ich denn gesagt? Morgen Leute und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe genauso den Postboten vorhin die Tür aufgemacht. Ich habe zum ersten Mal dieses Heatless Curling ausprobiert. Ich habe das schon ultra lange bei mir zu Hause liegen. Und ich habe irgendwie nie dran gedacht. Und gestern dachte ich mir, ich probiere es einfach mal aus. Ich sage euch ehrlich, man kann damit gut schlafen. Das ist gar nicht so das Ding. Aber ich habe das mit trockenen Haaren ausprobiert, weil meine Haare sahen sowieso nicht so gut aus. Und ich hätte die heute Abend oder morgen früh eh gewaschen. Wir sind über Nacht 2-3 Strähnen so ein bisschen rausgefallen. Bevor ich jetzt mit allem weitermache, öffnen wir jetzt erstmal meine Haare, weil ich bin sehr gespannt, wie das Ergebnis aussieht. Also ich sehe schon, da sind auf jeden Fall Locken. Ich habe das Gefühl, dass die aber nicht gut sitzen werden. Und ich muss die wahrscheinlich dann einfach zur größten und waschen. Vielleicht probiere ich das auch nochmal mit, also ich werde es auf jeden Fall nochmal mit nassen Haaren machen. Also ich sage euch ehrlich, das Eindrehen war so ein bisschen eine Challenge für mich, weil ich halt nicht wusste, wie ich die Haare so festhalten soll, dass die an dem Ding bleiben, während ich die anderen drum wickel. Aber mit Geduld schafft man das und ich habe das dann einfach irgendwie rumgemacht und ich sag euch ehrlich, für Heatless Curls finde ich das wirklich krass gerade. Vor allem dafür, dass meine Haare gestern trocken waren und ich das nicht nass gemacht habe. Man sieht, dass die hier vorne rausgefallen sind. Die habe ich nicht so eng drum gemacht und die waren heute Morgen auch nicht so, nicht mehr eingewickelt. Da würde ich einfach selbst nochmal mit einem Lockenstab drüber gehen. Aber die hier unten, einfach, ihr kriegt das überall her. Einfach im Internet eingeben, Heatless Curls, da kommt jede Farbe, jede Form gefühlt, jede Länge. Ich habe auch andere Varianten damit gesehen. Deswegen ist es auch nicht so schädlich für die Haare. Es kommt mit so zwei Haargummis. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr die macht, das oben mit einer Klammer nochmal so festzumachen. Also, dass ihr das im Prinzip so auf euren Kopf macht, alles drum wickelt. Wie gesagt, das, also die hier vorne ist ja wirklich sehr gefloppt. Das ist ja nichts, außer hier so eine kleine Welle, die nicht mal gut aussieht. Und dann einfach am Ende zubinden unten. Die bleiben auch sehr, sehr gut straff. Und dann geht ihr schlafen. Und ich habe auch gehört, wenn ihr das mit nassen Haaren macht, macht es mit feuchten Haaren. Macht es nicht mit nassen Haaren. Ich werde das Ding jetzt öfter benutzen, weil ich sage euch ehrlich, ich habe das letzte Mal meinen Lockenstab vor, keine Ahnung wann, benutzt. Also wirklich schon länger her, weil ich einfach ein bisschen meine Haare schonen will. Weil ich merke, ich weiß nicht, ob das durch die Blondierung kommt oder durch die Hitze kommt, weil ich schon oft meine Haare mit Hitze behandle. Alleine wenn ich die trocken föhne, und ich föhne die halt meistens, weil die sonst so sitzen, und das ist jetzt nur, weil ich geschlafen habe und die noch nicht gestylt habe und so. Aber ich merke einfach, dass das meine Haare halt auf Dauer nicht so, dass es denen nicht so gut tut. Und ich habe jetzt auch schon jegliche Hitzeschutz-Sprays ausprobiert und ich bin auch zufrieden mit denen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Haare trotzdem, das ist denen zu viel, weil ich habe wirklich eine Zeit lang, so die letzten Wochen, habe ich schon fast jeden Tag meine Haare gelockt oder jeden zweiten Tag, und das ist schon viel, gerade wenn man blondiert ist. Und zum Glück habe ich dieses Teil, ich hatte es schon die ganze Zeit hier rumliegen, aber ich hatte es halt in der Schublade, da habe ich es halt vergessen. Und das hier wird jetzt mein Daily Begleiter. Ich mache das jeden Tag, weil ich mag Locken viel, viel mehr. Ich mag das, wenn die Haare ein bisschen gestylt sind. Und ich kann damit sowieso gut schlafen, deswegen bestellt euch so ein Teil. Ich habe mich jetzt mal geschminkt und meine Haare sind jetzt schon fast wieder glatt. Und allgemein ist heute wirklich kein guter Hair Day. Aber darum soll es nicht gehen. Ich habe nämlich bei Zara bestellt und die Sachen sind angekommen und ich habe mir zum einen diese Hose bestellt. Celine hat mir die gezeigt und hat sich die im Zara gekauft und ich war so, ey, ich will die auch haben, ich finde die so cool. Das ist so eine Baggy Pants, die ist nicht komplett high-waisted, also die ist eher so mid-waist, würde ich sagen. Und ich habe früher halt immer high-waisted getragen, deswegen ist es gerade für mich ein bisschen ungewohnt, aber ich finde die so cool. Ich mag so diesen Street-Style und dieses Baggy und mit den Taschen. Ich muss sagen, ich finde die sehr, sehr cool. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, die macht mich ein bisschen breiter, aber wahrscheinlich einfach, weil hier oben sehr viel los ist. So sieht die von hinten aus und ich werde die aber trotzdem behalten. Ich habe die in Größe 38, aber es steht irgendwie nicht drauf. Dann habe ich mir so einen Rock bestellt. Ich habe den in Größe S genommen und der sieht sehr scheußlich bei mir aus. Ich kriege den auch nicht von unten angezogen. Ich muss den über den Kopf ziehen, damit er passt. Aber der ist echt eine Nummer zu kurz unten und das sieht richtig weird aus. Und auch oben könnte ich den eigentlich ein bisschen größer gebrauchen, aber ich war mir nicht sicher, deswegen habe ich erstmal S genommen. Und jetzt ist mir auch aufgefallen, dass ich den gar nicht mehr so schön finde an mir, weil der sowieso so kurz ist, aber hier seht ihr den Stoff und das ist so ein richtig schöner Stoff. Den gibt es, meine ich, auch in anderen Farben und ich finde den süß für den Sommer, aber ich mag so, der Rock muss entweder kurz sein oder komplett lang. Also dieser Pulli ist maximal unvorteilhaft für diesen Haul, weil ich finde, der macht, also allgemein, ich mag diesen Spiegel nicht, aber dieser Pulli sieht ja
so weird aus auf dieser Hose. Ich habe auf jeden Fall diese Hose noch bestellt. Die ist auch wieder mid-waist und die ist super lang. Also ihr seht, die ist sehr, sehr lang. Aber ich mochte irgendwie dieses mit den Cutouts und mit diesen angetäuschten Cutouts. Ich finde es voll ungewohnt, dass die so kurz ist, weil ich normalerweise halt entweder Stoffhosen trage, die auch so ein bisschen höher geschnitten sind oder einfach komplett high-waisted. Aber irgendwie finde ich die auch cool. Bei Zara-Hosen habe ich einfach immer nur so ein Problem, was hinten angeht. Ich finde, da sieht es nicht so gut aus. Und irgendwie sitzt die, also irgendwie, also auf der Kamera sieht ja so weird aus, oder? Vielleicht mit so coolen Sneakern, Lederjacke oder so. Aber was ist denn das hier unten? Warum ist die denn so ultra lang? Keine Ahnung, ob ich die behalten werde. Irgendwie sieht die so breit in der Kamera an mir aus. Aber in Real Life geht's voll. Dann haben wir diese Hose hier. Ich habe jetzt mal den Pulli ein bisschen reingesteckt, damit ihr es besser seht. Die ist auch nicht komplett high-waisted, obwohl es so aussieht, weil mein Bauchnabelpiercing hier ist. Das Einzige, was mich bei der stört, muss ich wahrscheinlich gar nicht sagen, man sieht schon von alleine. Aber ich habe die noch in schwarz bestellt. Einfach so eine Leinenhose. Ich habe die in Größe S. Hat mir auch Selina empfohlen. Und ich finde, das ist so ein, ich kann es nicht beschreiben, es ist nicht so ein komplettes weiß-beige. Es hat so ein bisschen so einen rosa Stich. Und die ist auf jeden Fall ein bisschen knitterig. Knitterig? Hinten hat die Taschen. Und ich habe mir die eigentlich so für den Sommer bestellt. Aber ich finde die ganz süß. Und wie gesagt, ich habe die noch in schwarz. Ich probiere die jetzt in schwarz mal an. In schwarz gefällt die mir viel, viel besser. Auch wenn ich sagen muss, dass die Taschen von vorne, weil die so, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Man hat halt jetzt keine Struktur. Ihr könnt es nicht so richtig sehen. Aber die macht halt so eine bisschen breitere Hüfte, würde ich sagen, weil die Taschen hier so nach außen gehen. Aber der größte Vorteil bei der, die ist nicht durchsichtig, die kann man mit einem anziehen. Ich mag den Stoff von der extrem gerne und bei der fallen auch Falten nicht so krass auf. Also falls ihr eine helle sucht, ich kann euch empfehlen, die gibt es manchmal auch noch in einer anderen Farbe, aber die schwarze ist mein Favorit, weil man da halt einfach nichts durchsieht und ich mag einfach das Fit von der sehr gerne. Also bei aller Liebe, ich mag Zara Sachen und ich finde diese Hose auch richtig cool. Ich mag das Grau, ich habe die im Laden gesehen, die hat hier noch so ein Querschnitt, seht ihr das? Und ich finde die richtig cool, auch wenn die sehr so bumm ist. Aber ich trage bei Zara Größe 38 und ich sage euch ehrlich, jede Jeans bei Zara, das wissen wir bestimmt alle, die da schon mal eine Jeans anprobiert haben, sind unterschiedlich geschnitten. Ich weiß das. Und ich dachte mir, okay, ich bestelle mir die jetzt aber nur in einer Größe, weil 38 passt eigentlich immer. Und ich habe die so angezogen und ich merke es, okay, hier sitzt alles voll gut, also sogar fast schon ein bisschen zu eng, so im Oberschenkelbereich. Und ich denke mir so, ab von vorne geht es auch voll. Es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich merke halt, die ist ein bisschen locker und auf einmal, also bei aller Liebe, Zara, aber was ist das denn? Also was ist das denn? Und es ist nur hinten. Also vorne kann ich ziehen und es ist nicht mal so viel zu locker. Aber hinten, also es passt ja auch hier komplett, aber das ist einfach hier am Rücken. Ich weiß nicht, was soll denn da noch hin? Also entweder bestelle ich mir die jetzt noch in einer 36, ich habe die in Größe 38 genommen. Oder ich bringe die zum Schneider, weil ich habe das Gefühl, bei einer 36 wird es hier vorne ein bisschen zu eng. Und allgemein wird die dann so richtig hier bei meinen Oberschenkel spannen, weil unten am Bein ändert sich eh nicht so viel bei einer 36. Und hinten wird es trotzdem zu locker sein. Also muss ich so oder so die zum Schneider bringen. Oh, ich verstehe das nicht. Ich verstehe, ich weiß nicht, wer diese Hose designt hat. Ich weiß nicht, was ihr euch überlegt habt, was da hinten an meinem Rücken oder an generell Rücken sein soll. Ob wir da irgendwie, keine Ahnung, aber Und last but not least bin ich auf den Trend mit aufgesprungen nach einem Jahr. Ich habe ja diese Lederjacke von Zara in Schwarz mir damals geholt. Und jeder hatte ja diese Khaki-Grüne. Und ich habe mir damals gedacht, nee, komm, du nimmst jetzt einfach die schwarze, du brauchst eh eine basic schwarze Lederjacke. Und jetzt gibt es die grüne auch wieder die ganze Zeit in jeder Größe. Ich habe die übrigens in XXL, in der größten Größe, damit die so richtig schön oversized ist. Ich mag das voll gerne. Jetzt habe ich mir die geholt. Ihr seht irgendwie gefühlt die Farbe nicht, so sieht man die gut. Das ist einfach diese Khaki Zara Lederjacke. Hier ist es so dunkel, draußen regnet es nämlich. Ich sage euch ehrlich, das Wetter ist einfach nur richtig gut zum Bilder machen. Und auch für die Laune einfach richtig gut. Ich habe mir noch was bestellt und zwar Deko-Bücher bei H&M und ich habe mir auch noch so ein anderes Teil bestellt, ich zeige euch das gleich. Und ich habe mir so Table-Books rausgesucht und ich sag euch ehrlich, Leute, ich fand die so süß, die gibt es auch noch in so mit anderen Städten und anderen Farben. Ich habe einmal Tokio, weil das rosa ist und London, weil es gelb ist und ich finde, das passt auch ganz gut zusammen. Es gibt noch grün und blau, meine ich. Aber Leute, schaut mal bitte, wie klein die sind. Also ich weiß nicht, ob euch das, also ob ihr das gerade seht, wie klein die sind. Aber das ist ein normales Tablebook. Und ich kam an und ich war so, ach so, die sind nicht so groß. Das ist übrigens auch von H&M, falls es jemand wissen will. Und ich bin jetzt auch so ein bisschen am Überlegen, wie ich das alles sortiere. Ich brauche noch eins, was ich so auf das Teil stellen kann, was ich bestellt habe. Ich zeige euch das mal, und zwar das hier. Ich muss das
nochmal abwischen, weil ich da jetzt schon so rangedatscht habe. Aber das ist so ein Teil, das steckt man so zusammen und dann kann man da ein Buch drauf aufklappen. Und dann hat man einfach so einen Table-Book-Halter. Und deswegen, eigentlich passt dieses Scandi-Buch da richtig gut drauf, weil es schöne Innenseiten hat. Also es ist ein schönes Buch so. Aber ich bin auch noch am Überlegen, wo ich es hinstelle. Wahrscheinlich bleibt sie auf der Kommode. Ich werde aber auf jeden Fall nochmal nach einem Buch gucken, weil ich das von außen halt auch richtig schön finde. Und jetzt rufen wir hier mal die Selina an, weil die wollte mich... hat man ihre Nummer? Weil die wollte mich erreichen. Aber sie geht selbst nicht ran. Da wurde ich einfach mal weggedrückt. Da soll sie sich auch nicht beschweren. Ganz ehrlich. Was ist jetzt schon wieder los? Hey, du hast mich angerufen. Darf man dich nicht anrufen? Ich kann deine Nummer nicht... Ah, deine Nummer steht hier zum Glück nicht. So, ich mache mir jetzt Mittagessen, weil meine Mama und ich haben jetzt überlegt, dass wir doch keine Bilder machen gehen, weil es einfach regnet. Und ich habe wieder bei HelloFresh bestellt. Ich habe jetzt... Ah, das ist noch ein Knoblauchs her. Ich habe mir dieses Gericht ausgesucht. Ich habe richtig Lust auf Spätzle, deswegen mache ich die jetzt. Hier steht alles drauf. Ihr habt HelloFresh bei mir schon richtig oft gesehen. Ich werde euch meinen Code mal hinschreiben, falls ihr dort bestellen wollt. Und ich mache mir jetzt mal ganz schnell mein Essen. Und werde dabei weiter mit Dings FaceTimern. Zeig mal. Nein, komm wieder auf. Zeig mal bitte. Was passiert? Die Film. Selina, zeig jetzt mal. Nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe gar keinen Bock rauszukommen, Selina. Ich bleib am Fenster, ich mache Auto auf. Wenn sie ey, Selina. Leute, mein Essen. So sieht's jetzt aus. Ich habe noch Käse reingemacht, damit es noch richtig schön cheese. Oh, es sieht so lecker aus. Ich habe schon probiert, es schmeckt so gut. Boah, seid ehrlich, ihr würdet gerne. Ja, ich schwöre, das sieht lecker aus. Also. Ja, so lecker. Oh, meine eigene. Sieht man daran, weil da kein Häuser steht. Ich komme drauf auf deine. Die hat ihre 5 Minuten. Leute, jedes Mal, wenn ich im Zara war, muss ich mit Sachen rausgehen. Ich habe jetzt mir mal die Tüte gespart, das kann ja nicht wahr sein. Nicht wahr sein. Aber ich finde, das ist, also... Leute, Dream Team. Nala und Bentley. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe vergessen, bei Mediamarkt nach Stativen zu gucken. Ich muss noch eine Kooperation drehen. Und ich wollte jetzt erstmal meine Pinsel waschen, weil Leute, wisst ihr, wie lange ich meine Pinsel nicht mehr gewaschen habe? Und wir müssen das alle öfter machen, weil es ist wichtig, weil sonst müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir neue Pickel bekommen. Ich weiß nicht, wo ich euch mal cool hinstellen kann, dass ihr das seht, weil es ist halt im Waschbecken. Und es ist gerade sehr gelb im Bad, weil ich habe mein Ringlicht, mein... richtiges Licht nicht und die Kamera kommt gerade nicht so gut damit klar. Auf jeden Fall wasche ich das immer mit so einem Teil, mit dem man auch Pinsel waschen kann. Das ist von Brushworks. Ich habe das bei Purish bestellt, da gibt es die. Ihr könnt mal gucken, ob mein Code noch funktioniert. Anso 15 oder Anso 10 oder Anso 20, einer von den dreien, falls ihr euch das bestellen wollt. Und ich wasche jetzt fast jeden meiner Pinsel. Den einen wasche ich nicht mehr von Morphe, weil der würde sonst echt kaputt gehen. Ich habe nämlich noch so einen anderen Make-up-Pinsel. Und der verliert auch schon Haare und so, deswegen wasche ich den nicht. Aber ich wasche meinen anderen Make-up-Pinsel. Und zum Waschen benutze ich mein Waschgel. Ich mache jetzt mal kurz meine Haare zu, weil die nerven mich gerade ein bisschen. Ich mache mir einen Podcast an und dann werden Pinsel gewaschen. Let's do this. Ich will euch einen Zeitraffer geben.
bin so mad gerade. Ich habe meinen Pinsel gewaschen und das ist mein Augenbrauenpinsel. Seht ihr, wie der jetzt aussieht? Der ist eigentlich anscheinend so kurz, aber die ganzen Haare kommen außen raus. Und das war einer meiner Lieblingspinsel und der ist auch mit einer meiner wichtigsten Pinsel. Und das Krasse ist, hier steht nicht mal dran, welche Nummer der war. Doch, da sieht man noch Morphe. Oder? Das ist ein Morphe-Pinsel. Das nervt mich übertrieben gerade. Hätte ich den mal nicht gewaschen. Da haben sich schon die ganze Zeit Haare gelöst. Aber wie soll ich den jetzt noch richtig benutzen? Leute, schaut mal, wo ich wieder bin. Weil diese Person hier... Bla, bla, bla. Hallöchen, Leute. Marlene. Die flippt völlig aus. Ich denke immer, die wird vergessen. Ich zieh mal erstmal meine Jacket an. Bist du hier mal wieder, damit die Leute endlich mal wieder zugucken. Leute, Leute. Mama, bitte. Ich hoffe, euch geht's gut. Leute, das Wetter ist heute so. Du musst jetzt mal vloggen. Kommst du da dran? Ich kann das doch gar nicht. Ja, ich vlogge jetzt nur noch. Ey, mein Arm tut voll weh. Ist das normal? Wie filmt man das denn so? Wir gehen jetzt in die Empty Set. In die Empty Set. Okay. So, auf jetzt. Das ist unser Outfit. Wir sind bei 11 am Überlegen, eine Jeansjacke anzuziehen, aber das war ein anderer Jeans-Tod. Was ist denn da los? Ich dachte, die fahren jetzt hier oben auf die Parkplätze. Also, okay. Hier hört man hier auf den roten Knopf. Ja. Ich habe irgendwie eine Vermutung, dass die bei Starbucks sind. Jetzt kann ich hier gar nichts filmen, weil ich hier gar keine Hand frei habe. Ja, dann gib mal Nala. Nee, oh. Ja, nimm Nala. Ja, nimm Nala. Ja, ja. Guck, der heult ja immer rum, dass er Nala nehmen. Steht mir aber jetzt. Selina liebt Nala zu nehmen. Ich liebe sie auch. Also ich bin ehrlich, mir steht Nala mehr als dir. Oder Leute, stimmt mal in den Kommentaren ab. Ich finde, die steht mir schon echt gut. Leute, wir sind an der Hand. Ich bin da heute zum zweiten Mal. Weil wir suchen Selina und Melissa. Ja, was hab ich denn gesagt? Junge, ist dir nicht kalt? Ey, bist du geisteskrank? Ich habe vergessen, dich umzuziehen. Weißt du, ich glaube, Selina hat gerade die Ursache. Ui. Ist die Lieblingskartentante? Ich hab dich gerade anprobiert. Ist sie denn nicht zu groß gewesen? Ja, ist sie auch, aber ich hab sie noch schneidern. Wolltest du mir deine Sachen zurückgeben? Ich war halt schon bei ihr. Ja, mein Schlüssel kann ich nicht. Ich will zu Footlocker. Gibt's das noch hier? Nee. JD. Ich gehe überall fragen, ist mir egal. Überlegen wir jetzt hier mal kurz. Also, herzlich willkommen zu meinem Vlog. Ey, meine Haare sind heute bräuselig. Bräuselig. Ja, die hat endlich jetzt mal einen Zöpfe. Ja, falls ihr euch jetzt alle fragt. Oh! Ja, ich weiß, was ich vermisst, aber ich bin doch da. Sag mal Hallo alle zu meinem Vlog. Hallo in Selinas Vlog. Hey, ihr müsst Hallo zu Selina. Warte, bleib mal stehen. So. Ey, habt ihr schon was gegessen? Ja, heute Mittag. Ja, ich hab auch heute Mittag. Ich bin ja für Chidoba persönlich. Ich muss einfach arbeiten. Heute ein Tag mit Selina Kali. Wir müssen rechts haben. Hey, was ist das? Das ist süß. Neu. Das ist voll süß. Lass mal einfach reingehen. Lass mal schauen. Wie süß. Geht einfach weiter. Oh mein Gott. Keine Schale. Oh, jetzt ruft er. Ja, tschüss. Einfach wir waren, der und ich waren zu abgedummt. Jetzt chillen wir hier. Ey, die Leute denken, hier riecht so nach Holz. Die Leute denken, dass wirklich Mercedes, was sagt. Ein PZ und unser zweites Zuhause. Oh, das ist ja auch irgendwie, oder? 7 Euro? What the fuck? 8 Euro. Aber was ist der Unterschied? Chai Latte Karamell, Chai Latte Vanille. Vanille? Das ist schön. Da steht Vanille. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie so. Schoko-Orange. So ein Finish. Ich übernehme einfach. Ich find's lustig. Ey, wie süß! Oh, wow. Wie viel kostet der? 2,64 Euro. Niemals. Doch. Den nicht. Ey, dann. 2,98 Euro. Niemals. Doch. Ja, anscheinend. Soll ich mal grün nehmen? Ja, hast du auch Kerzen dafür? Nö, ich brauch Kerzen. Ja, aber. Hier.
81 Cent. Die sind noch viel zu lang. Ja, die können. Aber die sind zu dick. Oder? Ich steck da mal rein. Nee, das geht voll. Aber die sind so kurz, oder? Nee. Süß, oder? Ganz auch süß. Oh, mein Nagel ist abgebrochen. Ey, was für süße Geschenktüten. Ey, ich brauch so ein. Ach Mann. Guck mal, die. Einfach mal eine schöne Schere. Oha. Einmal die Ästhetik-Schere. Wenn ich da Gold sehe, dann. Zum Basteln, safe. Ja, da musst du so Blumen drum da basteln. Dieser Laden ist so cool, wie lange laufen wir? Ja, gell? Hä? Voll cool. Hä? Ey, hier, guck mal, Weihnachtshahn oder so, wie süß ist das? Oh, ich mag diese Farbe auch. Ich auch, aber das passt bei mir nicht so ein. Da auch schöner Stift, brauche ich dann zum Studieren. Hä, wie groß. Hä, als ob das so günstig ist. Die finde ich aber schön, Selina. Ja. Krass, wie? Ja, und dann? Was? Was ist denn hier noch? Was gibt's denn hier noch? Hier sind. 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 Hier. Ich möchte zu den Kerzen. Boah, sind da rosa, ne? Ey Leute, könnt ihr mir mal. Ey Leute, könnt ihr mal eine. Könnt ihr mal. Es gibt diese Kerzen noch in anderen Farben. Guckt mal bitte. Die kommen jetzt gleich oder die waren schon. Ja, genau, da. Oh, zeig mal die Farben. Ich sehe schon wieder so süß. In diesem grün oder rosa. Zeig mal. Doch, das rosa ist süß. Das rosa, nicht das Blau. Nee, ich finde das da schön, weil das ist so lila. Zeig mal bitte dieses Rosane und dieses Peach. Ja, schon mal. Leute, wir haben jetzt einmal komplett die Farben getauscht. Tamino bringt die uns. Danke. Erfolgreich. Ich mag es aber mehr. Ja, die meinte so, die überlegt, die sagt so, ich nein. Ich sag so, guck doch, letzte Woche hatten wir die noch. Ja, bringt aber nichts. Haben die die in grün? Nee, nur mit so hässlichen schwarzen Streifen. Wir waren übrigens bei, wie heißt das so? Östrogöne oder wie heißt Östrogöne. Östrogöne. Ja. Leute, wenn ihr Adidas Campus in schwarz für mich habt, Größe 42, 1/3, 43, sagt mir. Ich poste noch deine, keine Sorge. Wenn du ausmachen willst, du musst leise sein. Ich darf nichts sagen. Ernst jetzt. Das filmt doch gar nicht. Ich hab auch auf Film gedrückt. Okay, mittlerweile habt ihr einen Film aus. Auf einmal ist mit meinem Fuß umgeknickt. Ey, aber niemand ist was passiert. Die so. Leute, Nala ist sofort gestorben und schon wieder auf. Das war richtig in Slow-Mo. Das war so langsam. Ja, passt. Selina zeigt jetzt das zweite Zuhause. Ey, Selina, bitte, wenn du wieder hinfällst. Ich mein's ernst. Aber was war das? Was ist das denn? Dieser Hopserlauftrend. Warte mal, die sagen den Männern. Warte, wie heißt es? Huva. Beef, ist das Beef? Duba. Mein Elfer war nicht da. Max, Leute, ihr habt schon ohne mich angefangen. Ja. So kennt man das von euch. Egoisten halt, ne? Ja, ist so. Ja. Ja. Mach die mit der Linse. So, Leute. Es ist der nächste Tag. Und ich sitze hier und muss gerade meinen Laptop neu starten, weil ich es nicht hinbekomme, den Vlog richtig zu schneiden. Irgendwas hängt gerade und ich bin gerade ein bisschen verzweifelt. Auf jeden Fall ist heute Donnerstag. Ich habe mir eben was gekocht und habe jetzt den Vlog geschnitten, war Nägel machen und werde nachher zu meinen Eltern. Ich muss auf jeden Fall meine Haare ein bisschen machen. Ich werde nachher zu meinen Eltern fahren. Ich muss denen nämlich bei was helfen und ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen die Wohnung aufräumen. Ich habe heute Morgen schon angefangen, habe alle den ganzen Müll runtergebracht, die Pakete runtergebracht. Ich hasse Papier wegbringen
Und heute Abend will ich die Wäsche machen und allgemein noch saugen, wischen und so, diesen ganzen Kram. Auf jeden Fall beende ich jetzt an dieser Stelle den Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es so ist oder wenn ihr mich einfach supporten wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Bye.